In nur 7 Tagen wollte ich zum Minimalisten werden. Mein Selbstexperiment, das habe ich dokumentiert und meine Learnings hier mit euch in diesem Video geteilt. Und ein Kernthema, das durfte ich dabei tatsächlich kennenlernen und auch selbst ausprobieren, und zwar das Ausmisten. Dabei habe ich die sogenannte TTT-Methode kennengelernt, die ihr besonders spannend fandet. Und ich dachte mir, vielleicht zeige ich euch einfach mal, was und wonach ich eigentlich aussortiert habe. Kurz zusammengefasst vorab, ich habe mich im Prinzip an der 90-Tage-Regel orientiert. Also alles, was ich in den letzten 90 Tagen nicht gebraucht habe, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich brauchen. Und dann ging es schon ran ans Aussortieren. So, und das sind jetzt hier meine 3 Ts. Also hier rechts, das erste T, Trash, also alles, was weggeschmissen wird, was ich nicht mehr brauche, das kommt hier rein in mein erstes T. Das zweite T ist Treasure, also Schätze, die ich noch wiederentdeckt habe, die ich gefunden habe, die möchte ich behalten. Die kommen hier rein. Und hier vorne, das ist die Transferbox. Also hier kann ich also Dinge spenden oder vielleicht noch bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen, verschenken. Das ist die Transferbox, das dritte T. Und ja, damit ich diese Boxen jetzt auch füllen kann, geht es jetzt erstmal ran ans Ausmisten. Also ich habe ordentlich Dinge zusammengesammelt, die irgendwo in Kisten rumgeflogen sind und die teilweise auch im Zimmer rumlagen. Und ich habe sogar noch mal kurz einen Blick ins Bad geworfen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar habe ich hier so ein Aftershave. Das habe ich einmal benutzt. Und dann meinte meine Freundin, dass ich damit rieche wie ein alter Mann. Und meine Freundin möchte nicht, dass ich nach altem Mann rieche. Also werde ich das auf jeden Fall hier spenden. Mal gucken, wer nach alter Mann riechen möchte. Da habe ich hier noch etwas gefunden. Das war so eine Kohlereinigung. Das sollte gegen Pickel wirken, hat aber nie geholfen. Also kommt das weg. Und das ist auch ein ganz spannender Fundus hier. Ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen Masken. Eine FFP2-Maske ist noch dabei. Aber ansonsten sind das hier alles teilweise so Stoffmasken. Die wurden so Anfang der Pandemie einfach aus Stofffetzen gemacht. Und ja, heute braucht man ja auf jeden Fall mindestens eine FFP2-Maske überall. Wenn nicht sogar eine medizinische. Das heißt, diese ganzen Masken hier kann ich eigentlich gar nicht mehr tragen. Die kommen weg. Ist auch besser so. Dann, was habe ich hier noch gefunden? Einen Taschenrechner. Noch aus meiner Schulzeit. Ich glaube, ein Taschenrechner, ja, die werden auch immer eigentlich gebraucht. Ist jetzt halt, steht hinten ein Name drauf, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Den kann man bestimmt noch verkaufen. Dann habe ich hier eine Reihe von Medikamenten. Ich glaube, da muss ich mal so eine Art Box anfangen. Ja, also Lemon Fresh, Kram. Ja, ich glaube, da mache ich mal so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Drogerie-Pharmazie-Box. Ich bin nicht so der Fan von Medikamenten, aber hier und da braucht man ja doch mal was. Und so eine Ibu zum Beispiel zu haben, ist eigentlich immer ganz gut. Nur aktuell habe ich noch gar keinen Ort, wo ich das lagere. Das heißt, das muss ich noch bündeln. Gut. Und das ist tatsächlich auch noch eine sehr traurige Geschichte zu dieser Festplatte hier. Ich bringe sie irgendwie nicht übers Herz, die wegzuwerfen. Ich sage euch warum. Und zwar war ich ja 2016 und 2017 in Australien. Und meine ganze erste Woche Australien habe ich direkt damals von meiner SD-Karte auf diese Festplatte hier gezogen. Und diese Festplatte, die war gerade angeschlossen an meinen Laptop. Da ist mir mein Laptop vom Schoß gefallen. Gar nicht aus so großer Höhe. Die Festplatte auf dem Boden aufgeschlagen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, die ging nie wieder an. Und deswegen ist die erste Woche Australien quasi weg.
Da konnte ich mir nie angucken, was ich da damals gedreht habe, für Videos, für Fotos gemacht habe. Und es ist halt arschteuer, glaube ich, so eine Festplatte zu reparieren. Das ist mein letzter Stand gewesen. Und ich hoffe darauf, dass es in der Zukunft irgendwie möglich sein wird, dieses Material nochmal da, ja, irgendwie dran zu kommen, das nochmal zu sichern, das nochmal irgendwie sehen zu können, sich nochmal in diese Zeit zurückversetzen zu können. Deswegen auf jeden Fall Treasure. Ich muss sagen, das hat richtig Bock gemacht. Also ist auch wirklich beeindruckend, ne, wie viel Kram sich eigentlich ansammelt. Und ich habe viele Dinge gefunden, die ich noch verschenken, spenden oder verkaufen konnte, im Wert von 20 bis 30 Euro. Und ich habe noch ein paar Schätze wieder entdeckt und bin endlich eine Menge Kram losgeworden. Was sind eigentlich deine Erfahrungen mit dem Ausmisten? Das würde mich mal interessieren. Also wie gehst du vor und hast du schon mal die TTT-Methode versucht? Oder hast du vielleicht auch nach dem Video vor? Schreib das gerne mal in die Kommentare unten, das würde mich wirklich mal interessieren. Und vielleicht noch ein Hinweis, wenn du das ganze Minimalismus-Experiment noch nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt an und abonniere auch den Kanal, wenn du es genauso spannend findest wie ich, zu versuchen, sich im 21. Jahrhundert zu orientieren und das gelassen und im Gleichgewicht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.